Servus Leute, willkommen zum heutigen Motorvlog. Ich bin auf dem Motorrad mit dem Crosshelm unterwegs. Das hat den Hintergrund, weil ich mein Setup jetzt kurz testen muss, weil ich gerade auf dem Weg zur Zulassungsstelle bin. Ich lasse mein neues Motorrad zu. Man kann sich vielleicht denken, wenn man eins und eins zusammenzählt, was für einen Helm ich trage, was es denn für eine Art von Motorrad werden könnte. Und zwar hole ich es halt heute Abend ab und ich bin mega hyped, aber ich bin auch mega zu spät. Also das Navi sagt, ich brauche 20 Minuten und ich muss in 13 Minuten da sein. Sprich, das ist so eine Abwägungssache, ob ich jetzt pünktlich komme oder nicht. Ich glaube, in 5 Minuten machen die da auch nicht groß rum. Zumal ich echt gut bin mit denen auf der Zulassungsstelle. Auch mit denen in Stuttgart, aber das hat eine lange, lange Historie. Da habe ich einen Zulassungstag innerhalb von einem, einen Zulassungstermin innerhalb von einem Tag bekommen. Ja, wie immer, wenn man ein bisschen Connections hat, dann geht es schon, aber ohne ist echt räudig in Stuttgart. In Ludwigsburg muss ich es aber loben, da ist man relativ schnell zugelassen. Naja, auf jeden Fall, ich möchte über mein neues Bike labern. Ich habe mir lange, lange Gedanken gemacht, was für ein Bike ich mir holen will. Und diesmal hat das Geld eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich hatte ein Budget von 10.000 Euro, das wollte ich erstmal sagen. Das habe ich mir vorgenommen als Budget. Und es ist alles hart verdientes Geld, Leute, vergesst es nicht. Das ist, Geld fällt nicht vom Himmel. Man muss jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen, arbeiten und. Und allgemein auch noch genug zum Leben haben. Dementsprechend, ja, was soll ich da groß sagen? Ihr wisst, wie ich es meine. Und ich wollte mich einfach mal ein bisschen innehalten wollte ich und mich wirklich fragen, was will ich denn im Leben für ein Motorrad fahren? Auf jeden Fall eins ist vollgetankt, ich habe voll vergessen zu tanken. Wir haben eine Reichweite von 0 Kilometern, wir haben so 10 Kilometer zur Zulassungsstelle, sprich, wenn ich jetzt sparsam fahre, sollte es passen, ne? Hoffe ich, werden wir ja dann sehen, wenn ich liegen bleibe, sei es drum, dann verschiebe ich halt die Abholung vom Motorrad und schiebe dann halt zur Tankstelle und ja, wäre auf jeden Fall scheiße gelaufen. Ich habe mir ein paar Motorräder angeschaut, ich bin alles mögliche ja schon gefahren, auch dank dem Limbecher, der so lieb war und mir so viel Bike zur Verfügung gestellt hat. Vierzylinder, Dreizylinder, Einzylinder, große Maschinen, kleine Maschinen, wenig Hubraum, viel Hubraum. Es gibt einfach so viele tolle Motorräder, ich sag's euch. Aber der springende Punkt ist, man muss immer ein Motorrad finden, das zu einem selber passt. Macht es denn Spaß? Erfüllt es denn alle Eigenschaften, die es haben muss und so? Und deswegen war es ziemlich eine ziemlich lange Suche, aber irgendwie findet man doch immer irgendetwas, was einem zusagt. Danke fürs Blinken. Oder auch nicht. Boah, der Sound. Den solltet ihr eigentlich gut hören, weil der Crosshelm ist deutlich offener als der Integralhelm. Rechts vor links, wollen wir mal ein bisschen beachten. Ne, auf jeden Fall, der Punkt ist der, wenn ich jetzt hätte flexen wollen, meine Abonnentenzahl und so steigern wollen, es kommt für mich am billigsten, ne? Ich sag's euch, wie es ist, wenn ich mir eine S1000 Doppler hole und dann dementsprechend Poser-Fotos auf Insta zeigt. Leute, ihr wisst, 6 Sales und dementsprechend, es läuft relativ easy. Ich habe keinen schlechten Körper, ich erstelle mir ein Tinder-Profil oder ein Bumble-Profil, egal welches. Mach ein Bild oben ohne rein und schreibe in die Beschreibung, wer hat Bock auf Spaß, eine Runde Motorrad fahren, unverbindlich, kein Sex, Punkt. Und dann kommen schon genug Mädels, die einfach mal ein bisschen Zeitvertreib haben wollen. Die postet man dann mit auf Instagram, hat eine geile Maschine, eine S1000 Doppler, hat keine Ahnung vom Leben. Also ich persönlich habe keine Ahnung vom Leben. Wenn ich so etwas durchziehe, so etwas Oberflächliches, dann weiß ich, dann habe ich das Leben auf jeden Fall nicht verstanden und wieso das Leben überhaupt lebenswert ist. Na, darum soll es auch gar nicht gehen, sondern das wäre, wenn rein das Geld im Vordergrund stehen würde, dann würde ich easy rein von den YouTube-Einnahmen und von den Insta-Einnahmen easy die S1000 Doppler finanzieren. Ich könnte mir noch eine zweite Maschine dazu stellen, eine Aprilia RS V4 oder so. Aber die Frage ist halt, macht es einen glücklich? Ja, nein? Verwirklicht man sich damit selber und. Deswegen, ich finde eigentlich, wenn ich euch einen Tipp geben darf beim Motorradfahren, fahrt Probe und hört auf euer Herz. Nicht auf euren Verstand, sondern auf euer Herz, weil die Motorräder geben sich von den Kosten gar nicht so viel, wie man denkt, in derselben Klasse, meine ich jetzt. Ob ihr jetzt eine KTM holt oder eine BMW GS oder eine KTM Super Adventure, ist eine reine Geschmacksfrage. Die sind beide super vom Prinzip her.
Und ja, wenn man flexen will, Leute, das Leute vergessen oft beim Flexen, es wird immer jemanden geben, der hat es krasser. Ich habe dann zwei Motorräder da stehen, eine BMW S1000 Doppler und eine RS V4. Dann kommt der nächste mit einem Einfamilienhaus und einem Pool. Bis Baustelle frei. Okay, dann haben die es da auch noch gesperrt. Kein Problem, dann fahren wir rechts rum. Ist kein Problem. Wie immer, Straßensperrungen, wenn man eh schon zu spät ist. Ist doch der Klassiker, oder? Naja, ich glaube, hier gelten 30, weiß es gar nicht mehr. Ich fahre hier immer 50. Ich glaube, erst ganz vorne in die 30er Zone. Ja, wenn rechts kein 30er Schild ist. Ja, hinten war in der 30er Zone. Hier ist eine 30er Zone. Und der GLC-Fahrer macht alles richtig mit dem Überholen. Er wartet, bis frei ist und dann überholt er die Fahrradfahrerin. Schön gemacht. Mit dem Motorrad kann man halt trotzdem ein bisschen Abstand lassen, von daher auch bei Gegenverkehr das rechtskonforme Überholen möglich. Außer es packt jemand einen Zollstock aus und misst dann, dass nicht die 1,5 Meter sind, sondern die 1,30 Meter. Sorry, dann steinigt mich dafür. Ja, hier, 30er Zone, Ende. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall die Sache mit dem Motorrad, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Sprich, will man angeben, will man das Motorrad nur gelegentlich nutzen, hat man vor, damit auf die Rennstrecke zu fahren, hat man vor, damit Touren zu fahren, hat man irgendwelche Leiden. Es gibt ja genug Leute, die haben Kniescheibenproblem, die können ihr Bein nicht richtig anwinkeln, dann müssen sie sich halt entspanntere Motorräder aussuchen. Und dann gibt es halt die Vorlieben. Die einen Leute, die sind halt mit BMW aufgewachsen, die wollen nur BMW fahren und dasselbe mit Yamaha. Ihre ganze Familie fährt Yamaha, ist im Rennsportteam tätig und. Dann kommt natürlich nur eine Yamaha in Frage, wenn sie halt der Geschichte halt treu bleiben will. Ist halt eine reine Abwägungssache. Ja, wir kommen definitiv zu spät, noch 6 Minuten und ich müsste da sein. Naja. Oh, meine Reichweite ist gestiegen auf 10 Kilometer. Yay! Wahrscheinlich, weil wir bergab gefahren sind. Ne, auf jeden Fall, das Motorrad, das ich mir ausgesucht habe, ich kann euch einen kleinen Tipp geben, damit fallen so viele Bikes raus. Es hat weniger PS als die Duke. Ja, jetzt fragen sich ein paar Leute, warum zum Henker kauft man sich ein Motorrad mit weniger PS? Wieso hole ich mir nicht einfach eine KTM Super Duke oder irgendwas Größeres zum Fahrspaß? Die Wahrheit ist, wenn ich mal runterschalte, ich gebe jetzt mal Vollgas, achtet mal drauf. Das war die Wheelie Control, die geregelt hat. Also im Bruchteil eines Moments ist man auf Geschwindigkeitsbereich, ne? Auf die hat man absolut keinen Bock. Also es sind Geschwindigkeitsbereiche, da verliert ihr euer Leben und euren Führerschein. Sprich, für mich war klar, wenn ich mir etwas hole, dann weniger Leistung. So einfach war die Geschichte. Außer, wie gesagt, wenn ich mich dazu entschieden hätte, ein bisschen mit Frauen und ein bisschen mit dem Motorrad und mit so einem heuchlerischen Lifestyle zu flexen, ne, dann hätte ich mir auf jeden Fall eine BMW S1000 Doppler bestellt. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Ne. Dann die neue, ich glaube, die kostet 20.000 mit M-Paket und so, aber das ist halt eine Abwägungssache, Leute. Das ist letztendlich eine reine Rechnung. Ich weiß, dass man durch Insta und YouTube easy das Geld wieder reinholt, wenn man sich so ein Bike holt, weil auch Sponsoren einen oftmals ernster nehmen. Aber nur anfangs, weil wenn sie irgendwann merken, die Sponsoren, die sind ja auch nicht dumm. Ja, da kickt auch die Wheelie Control wieder rein. 105 PS reichen, ich hol dir doch eine 1000er, haben sie gesagt. Nee, auf jeden Fall. Die Sache ist die, Sponsoren sind auch extrem schlau, sie wissen, was gut ankommt. Und am besten kommt an, wenn man authentisch ist. Also es kommt immer am besten an, wenn man authentisch die Sache rüberbringt, das Motorradfahren. Wenn man Schutzkleidung trägt, obwohl es 31,5 Grad hat. Wenn man ein Motorrad fährt aus Leidenschaft und nicht, weil es einfach geil ist. Wenn man irgendwie versucht, sich weiterzuentwickeln, wenn man versucht, neue Videoideen rauszubringen, Instagram-Ideen, Verlosungen macht und solche Sachen. Also man kommt drumherum, aber wenn man wirklich finanziell Erfolg haben will, muss man leider auf die Flex-Schiene gehen, weil der Mensch begehrt immer das, was er nicht haben kann und dementsprechend schaut er sich's an. Und ich bin euch ehrlich, die 125er, das habe ich schon oft gesagt, hat mich vom Fahren, vom Motorradfeeling, von allem genauso glücklich gemacht wie die Duke 97 und die KTM. Jetzt habe ich mich versprochen.
Scheiße, Mann! Ich habe so hart versucht, geheim zu halten, aber ich habe nicht den vollen Namen gesagt. Ja, was soll ich sagen? Ah! Wie blöd kann man sein? Meine Stimme kackt schon ab vom Bloggen. Boah, der Sound ist so heftig. Lassen wir den Kollegen reinfahren. Gerne doch. Die Kollegin, sorry. Oh, das Auto ist geil. Also das würde ich auch gern fahren. Golf 6R. Ich glaube 300 PS hatten die damals. Der... Nee, es wird wahrscheinlich nur der R-Line sein. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Wenn es auf jeden Fall der R ist, ich glaube nicht, dass es den als Cabrio gab, den R32. Das wäre auf jeden Fall natürlich noch gestörter. Der R32 hatte ja auch 6 Zylinder, ich glaube auch der 6er Golf. Der 5er auf jeden Fall der 6er, da bin ich mir unsicher. Ich weiß nicht, ob die schon beim 6er den 4 Zylinder eingeführt haben. Auf jeden Fall ein arschgeiles Auto, vor allem der Cabrio, voll nach meinem Geschmack. Das ist so ein Audi A57 TDI Quattro. Was hatte 300, knapp 300 PS Diesel, 3 Liter 6 Zylinder, bekannter Motor bei Audi. Naja, juckt ja keinen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollt. Ich freue mich einfach an Ast ab, wirklich einen richtig dicken Ast ab, dass ich mir jetzt ein neues Bike gönnen kann. Und seid gespannt, ich hole es ja später ab. Wer mich auf Instagram verfolgt, wird es früher erfahren. Alle anderen müssen sich gedulden, weil ich so fair bin. Gebe ich natürlich einer Personengruppe immer den Vortritt. Hashtag Gleichberechtigung. Nee, Leute, ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall eine extrem geile Geschichte. Ich freue mich. Das Motorrad ist nicht, ist relativ billig im Vergleich zu den Premium Tausendern. Und wie gesagt, mein Budget ist begrenzt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach, obwohl das Motorrad nicht so teuer ist. Es sind schon lauter Teile bestellt, ein Großteil ist zu Hause. Der Auspuff hat Lieferprobleme, der ist überall ausverkauft. Der kommt in einem Monat an. Da wird es natürlich auch einen Soundcheck geben mit Killer. Mal schauen, ob ich ihn mal auch ausbaue, irgendwo, wo kein Schwein wohnt, im Industriegebiet oder so, wo ich keinem auf den Sack gehe. Und ja, lässt mal jemand den Bus reinfahren? Ja, die Leute, ey. Unglaublich, die Busfahrer sind darauf angewiesen, pünktlich zu kommen. Jeder regt sich auf, dass der Bus zu spät kommt. Und die Leute, nope, ich lasse ihn heute nicht rein. Ich sag's dir morgen, ob ich dich reinlasse, so nach dem Motto. Oh, was soll ich dazu noch sagen? Was ist das? Radio Siegmund. Nice. Ne, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. In dem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.